Hallo und willkommen zu Micha unterwegs. Eine späte Ausgabe, stimmt gar nicht, ich weiß gar nicht, wann ich es hochlade. Im Ernst, ich habe keine Ahnung, wann ich es hochlade, ist auch ehrlich gesagt scheißegal. Wann? Wann, Moritz? Ist ehrlich gesagt wirklich scheißegal, wann ich es hochlade. Mein Gott. Ach, hier bist du geparkt, ey. Ewig. Also, wir sind mal unterwegs, nicht lang, aber zugeschissen. So, das ist hier jetzt auch offiziell Micha unterwegs, du alter Wichser. Hello, Olga, ich möchte mal ihre Füße sehen. Na, 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 na. So ist das eigentlich auch schon mal passiert. Ihr seid unterwegs. Also, ich bin jetzt hier unterwegs, ja. Mein Gott, warum ist das hier so? Ja, siehst hier nichts. Ihr seid unterwegs und kratzt euch am Sack und haut euch voll die blutige Kerbe in den Sack, weil ich Finger in den geschnitten hatte und hatte so eine, hier so eine Ecke am Finger. So eine Arschlinkerei. Nicht vergessen. Jedenfalls, was bist du denn da? Ach, der nicht. Jedenfalls, mache Straße gucken. Jedenfalls voll die Kettensack. Mein Gott, die Ampel ist grün, jetzt fährt er hier 23 km/h. Alter, ich komme nicht über die Ampel oder was? Ja klar, so ein verhurter Arschficker, ey. Scheiß Opa mit Hut. Das allerletzte. Ja, wie gesagt, Kettensack gehauen, muss mir sogar ein Pflaster aufkleben, hat ganz schön geblutet, ey. Und Stufe kann ich immer noch. Und ja, jetzt ist es auch ehrlich gesagt schon spät. Wird auch keine Spätausgabe werden. Ich lade dann die nächsten Tage hoch. Weiß ich nie wann. Oh, meine Hand juckt. Wir haben Dienstag. Oh, es juckt. Ich habe eine Blase an der Hand. Das ist ein Mückenstich. Da hat mich jetzt gerade irgendwas gestochen. Ey, so ein verhurtes Wichsviech. Jetzt mach doch grün hier. Mir will los. Boah, ich hier in Fell, ey. Oh, jetzt kommt auch noch ein Trecker. Hoffentlich komme ich vor dem Trecker hier in die Straße. Jetzt komm, mach. Ja, jetzt kommt die dran. Ich glaube, ich spinne die Wand noch gerade schon. Was soll denn das, ey? Mei, es ist warm. Ich will hier. Ja, toll. Was ein Vorbild, die Frau. Erste, was die macht, läuft bei Rot rüber. Nur, dass ich jetzt hier ranrollen muss. Blöde Fotze, ey. Nur, dass ich ranrollen muss, weil die so früh losgegangen ist. Ich hätte locker über die Kreuzung fahren können. Nein! 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 Nee, wirklich nicht. Hätte locker so ganz entspannt drüber fahren können. Was ist? Blöde Kuh muss viel zu früh loslaufen. Mich da warten. So ein Arschficker. Was ist das jetzt wieder für einer? Jetzt gib aber auch Gas. Mann, jetzt hier aus dem Arsch kommen. Ey, 50er Zone, ich fahre genau 50. Zieht einer raus, jetzt sind wir auf 35. Jetzt sind wir auf 40. Ey, manchen Leuten würde ich am liebsten rechts und links, ne? Echt, ey. Sofort die Fotze, heiße Säure. Läuft klar, um Vogel oder eine Katze? Jetzt eine Katze. Jetzt läuft hier an der Hauptstraße eine Katze lang. Ich würde am liebsten drüber fahren. Ich hätte ja nichts gegen Katzen. Doch, ich mag Katzen nicht besonders. Aber absichtlich drüber fahren wäre ja auch ein bisschen blöd, sagen wir mal. Ne? Wer macht hier noch, Väter, du? Ey, wenn du schon siehst, wenn einer beim Linken so macht. Schon so hoch gucken muss. Weil ihre Brille nicht entspiegelt ist oder so eine Scheiße. Mein Gott. Das ist echt das allerletzte hier, ey. Hand ist abgerutscht. Da bin ich wieder. Mein Gott. Ehrlich, du kommst in den Laden rein. Erste, was du hast, jetzt nicht wieder, dass irgendein dummer Spruch kommt. So eine Türkin war das jedenfalls, mit Kopftuch. Nicht, geht nicht darum, dass es so eine Türkin war, sondern eine von diesen aufgetakelten
Mit so rasierte Augenbrauen und dann so auftätowiert oder aufgemalt oder was? Und die hat schon, du kennst das ja, wenn Frauen, gibt ja dann Frauen, die tragen ja Parfüm. Das riechst du ja noch, wenn du 10 Meter hinter den her läufst und sowas, ne? Also das ging mir schon mal generell auf den Sender. Ne? Und dann kommst du, boah, ich habe den Duft immer noch in der Nase. Dann kommst du da rein, dann steht die da. Ich wollte beim Obsthaus gucken. Und dann steht die ja vor. Und ich warte kurz, denke mir, oh, warte mal ein bisschen. Da bleibt sie da 2-3 Minuten stehen. Und geht nicht weg. Ja, ich sage, Entschuldigung, klimmer dran. Da dreht die sich zu mir um. Was willst du, du fette Sau? Möchtet ihr raten, was ich gesagt habe? Oder wollt ihr es sehen? Wollt ihr raten oder wollt ihr es sehen? Ich weiß, ihr wollt sehen, was ich gemacht habe. Ich sagte, ich habe mal einfach ein paar Sekunden im Raum stehen lassen. Ne? Ein paar Sekunden im Raum. Ich habe gewartet, als er noch was sagt, weil ich mir dachte, komm, spar dir das mal. Gewartet. Und dann, jetzt sag doch mal was dazu. Und dann habe ich auch was gesagt. Kleinen Moment. Dann habe ich auch ganz nett was dazu gesagt. Und dann bin ich weitergegangen. Dann wollte ich kein Obst mehr. Oh, ist Licht an? Ja, Licht ist an. Och, mein, zwei so Krücken wieder. Also, mein Gott, ich komme hier mit 30 in der Folge. Der auch. Jetzt biegt der ab. Jetzt biegt der ab. Kein Blinker. Kein Blinker, kein Licht an. Da auch wieder so eine Träne. Hier ist 50. Fahrt ihr alle 20 oder was? Meine Güte. Alter, eine Träne nach der anderen. Rechts vor links gibt's nicht. Blinker haben wir nicht. Mein Gott. Also wirklich. Ich bin im Irrenhaus gelandet. Im Irrenhaus. Naja. Jetzt haben wir ein paar Sachen gekriegt. Eine Sache freut mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen. Da habe ich so meinen inneren Reichsparteitag. Weinstefan-Kakao. Im Angebotsregal. Läuft in 2 Tagen ab. 50 Cent das Liter Tetrapack. Gut, 2 kaufen brauche ich mir nicht. Wäre ja Quatsch, wenn ich mir 2 kaufen würde, ne? Oder? Sind wir mal ehrlich. So viel Kakao trinke ich nie anderen. Gut, ich kann einen Liter Kakao so durchtrinken, ja. Ich mag Kakao. Wenn er gut ist. Ich meine nicht das komische. Ich habe ja so einen trockenen Mund. Ich klebe mir immer die Backen an die Zähne. Und da muss ich mal einzeln aufpassen, sonst zischen meine Esslaute in meinen Mund immer. Nee, ich möchte jetzt nach Hause, möchte mich hinsetzen und Feierabend. Ne? Dann ist es ehrlich gesagt aber auch durch das Thema für heute. Meine Fresse. So, das hier, das war ein Micha unterwegs, so wie man es kennt, wie man es liebt. In diesem Sinne, ich verabscheue mich. Das tue ich allerdings immer. Bin aber somit jetzt raus und freue mich auf meinen Hund. Das war gelogen. Natürlich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Da liegt sowieso eine Kiste. Sie haben wahrscheinlich immer mitgekriegt, dass ich da nicht da war. Grüne Blinker. Tja, in diesem Sinne, ne? Verpisst euch.